Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wir haben im letzten Mal ein paar kleine Nebenaufgaben gemacht und möchten jetzt einfach mal der Hauptstory wieder weiter folgen. Ich denke, es ist nicht allzu weit. Truppeneingang, okay. Wir sollen aber links. Oh, ist das Panzer? Sollen das Panzer darstellen, die Dinger? Oder einfach nur Verteidigungstürme. Ich weiß es nicht. Ryan? Ryan, what are you doing? Shulk! No, I'm just... No! Lass doch einmal los! Sieh, ob du die Gegend fliegt. Ryan! Goodness! Oh. Fiora, are you okay? I'm fine. It's broken! What? What do you mean it's broken? Don't you care about me? I could have died! You're not hurt, are you? The Monado can't cut people. More importantly, what were you thinking, Ryan? Sorry, I came to ask a favor, but you weren't here. And I saw the Monado and... I know I'm here a lot, but even I need fresh air sometimes. Is your body still feeling numb? We have to be very careful with the Monado. It's not a toy. I know, man. I just wanted to touch it. Didn't know it would do that. Sorry. But is it true? The Monado really can't cut people? The pattern in that circle. Or maybe it's a symbol. I think it shows which power the Monado has at the moment. You think it's a symbol? Well, if I can find a way to increase the number of symbols, I should. I'm sure that's all very clever. But why were you more worried about a machine than me, Shulk? Well, I just explained why. That's not the point! Sorry. Look at you, worthless without the Monado. Until I've scrapped each and every one of you! So, of course I want to get my revenge! Your blade, it did not cut deep enough. No! Oh, das waren die ersten Visionen, die er hatte. Shulk! Shulk! What on Bionis happened there? Ryan. Fiora. Are you okay? Does it hurt? No. Ryan, when you held the Monado, did you see anything? You know, like a blue blade made of light came out. Same as just now. I don't mean that. A feeling like time had stopped. And then... Time had stopped. So, was it only me who saw that? That sounds strange. Is it another Monado thing? Who knows? Anyway, no matter how good a sword it is, that's what happens when you hold it. Looks like Dunban really is the only one who can use it. I won't let my brother use it ever again. Not after what it did to him. Oh, sorry. I didn't mean it like that. Anyway, the point is I'm fine. To be honest, this has happened a few times before. I've been researching the Monado for a long time. Shulk, don't act as if this is nothing. Look, don't worry about it. Anyway, Ryan, what did you want to ask me about? Oh, yeah, old Squaretash has gone and put me on punishment duty. Fancy tagging along? Punishment?
The Colonel was pretty angry today. Did he hit you? Well, whether he hit me is neither here nor there, really. Although, actually, he did end up hitting me. And that ain't all. He made me do 1,000 squats and sit-ups. Whoa, nasty. Yeah, and now I have to go all the way to the Magmel ruins and back. So you have to go and collect the ether cylinders? That's the one. They're used to power the mobile artillery. Looks like the damage has been repaired. They can't move without the ether energy. And it seems like the fueling station's all out of stock. Is the mobile artillery that big machine that crashed in the residential district? Yeah, probably. You know your way around there, right? Yeah. Okay, I'll go with you. Yeah, knew you would. Hold on. The Magmel ruins are in Tephra Cave, right? I heard that there's a male lizard nest there. I couldn't take it if anything happened to Shulk. He's delicate. Not like you, Ryan. What are you on about? I'll be fine. I can take care of myself. But... Okay, I got it. I'll make you a promise. Shulk won't even get a scratch. A promise doesn't mean much coming from you. She's so gemein. She don't trust me at all. Nah, she doesn't mean it. Okay, er gehört also auch zu unserem Team. Techniken trainieren. Wähle im Menü Techniken. Weitere Informationen findest du im Tutorial. Aha. Techniken. Oh Gott. Talente erlernen. Wähle im Hauptmenü den Unterpunkt Talentbäume. In der Rubrik Tutorial bla. Gut, machen wir das auch erstmal. Talentbäume. Was haben wir denn da so? Aufrichtigkeit, Nächstenliebe, Intuition. Mal gucken, Nächstenliebe. Grundcharakterzug fördert Ätherkraft. Aha. Ether geht hoch, Effektwert 5. Okay. Aufrichtigkeit, das ist wohl sein Standard, sag ich mal. Seine Hauptfähigkeit, weil eins haben wir davon scheinbar schon. Ein Grundcharakterzug fördert Blockrate. Das ist gut. Ich glaube, er ist sowieso so ein bisschen tanky, weil er mehr Leben hat und so. Fördert Blockrate, aha. Intuition, fördert Agilität. Da weiß ich jetzt nicht genau, was es macht, aber. Wie machen wir das? Und nun? Ist hier irgendwo Punkt oder was? Nö. Erlaubt das Tragen von mittlerer Ausrüstung. Aha. Und hier? Kampflein steigert die Effektivität von Heilungstechniken. Ist es jetzt frei oder ist es noch gelockt? Naja. Achso, warte. Wir können ja nochmal wechseln. Ja, erlaubt das Tragen von mittlerer Rüstung. Das kann noch haben. Talent. Kampftalent. Physischer Angriff geht hoch. Bei Kampfbeginn gegen stärkeren Feind. Okay. Heißblütigkeit. Fördert Crit-Rate. Crit-Rate ist immer gut. Ich glaube, das hat er jetzt freigeschaltet. So, was haben wir hier? Das sind die Techniken, die wir jetzt haben. Schlitzklinge. Das ist Rückschlag. Rückschlag ist eigentlich ganz gut. Und das hier, warte mal, Angriffe von der Seite senken die physische Abwehr des Feindes. Das ist sogar noch besser. Sehe ich irgendwelche Punkte, die ich habe? Achso, das ist jetzt nur Reihenfolge ändern. Hier kann ich es wahrscheinlich stärken. Aktuelle Tab 480. Was machen wir denn da? Physisches Attribut, was macht das hier? Großer Schwung mit der Waffe, der alle Feinde von Schalke trifft. Alle Feinde. Nicht schlecht. Leichte Heilung. Vielleicht machen wir die Heilung auch noch ein bisschen hoch. Ja, komm, hier, Heilung. KP-Heilung. Ja. Aufladenzeit geht sogar runter. Oh, schön. So, und dann mache ich den Rückschlag nochmal hoch. So, jetzt kann ich nichts mehr leisten. Wie sieht es bei ihm aus? Der hat eine Menge Fähigkeiten. Hammerschlag. Großer Angriffsschwung, der die Wut der Feinde im Umfeld erhöht. Auf ihn dann. Dann ist er der eigentliche Tank. Versetzt dem Gegner einen gewaltigen Schlag. Okay. Drehschlag, der alle Feinde in Reichweite angreift. Niederschlag.
Zielt auf die Füße des Feindes, um ihn umzuwerfen. Oh, umwerfen ist gut. Pauschal trainieren. Aura-Explosion verfügbar. Wenn die Aura besteht, senkt Feindesstärke. Jawohl, nehme ich. Okay. Auch schon mal ein bisschen trainiert. Hast du auch nichts vergessen? Die Tefra-Höhle ist gefährlich. Ihr müsst euch gut vorbereiten. Machen wir. Kriegen wir hin. Ich finde auch die Animation ist merkwürdig. Naja, spiel schon älter. So, das ist genau der kaputte Turm. Wir können auf dem Weg dahin ja noch ein bisschen Sachen kaputt machen. Oder ich gehe erstmal nochmal diese Sirene suchen. Aber was auch immer das war. So, genau. Ich glaube, ich muss da hoch und dann kann ich da irgendwo mal runterspringen. Und hoffen, die dann da zu finden. Oder ich schwimme einfach mal rüber. Aber ich weiß nicht, wie ich dann kämpfen soll. Ernsthaft. Und ich weiß nicht, ist die tags oder nachts da? Ach, ich hasse solche Mechaniken. Wenn irgendwas nur nachts oder tags da ist, dann musst du immer warten und später nochmal hinlaufen. Mich nervt sowas. Aber naja. So, was sind das hier eigentlich für Dinger? Erholungsplatz. Yes? Die Truppenkolonie 9 war früher ein Haufen von Amateuren. Das hat sich letztes Jahr bei der Schlacht aber geändert. Dort haben die Soldaten viel von der Truppe aus Kolonie 6 gelernt. Jetzt sehen sie wenigstens wie eine richtige Armee aus. Okay. Hallo. Hallo. Ihr wollt euch mit mir unterhalten? Tut mir leid, aber wie ihr seht, bin ich weit beschäftigt. Du redest mit dem da. Ja, hast du gerade nichts zu tun? Du kannst dich auch mit uns unterhalten. Ah. Dreistigkeit. So, können wir jetzt mit ihm das hier machen? Nö, keiner der beiden. Und wahrscheinlich noch ein paar andere Charaktere. So, irgendwo hier beim Ausblickhügel. Was sind das für Würmer da unten? Yep, das war zu einfach. Treffen die eigentlich alle gleichzeitig mit? Kann das sein? Oder ist das jetzt Zufall? Ups, da ist hüpfen. Upsa. So, jetzt will ich wissen, wo das ist. Irgendwo hier soll es ja sein. Für unsere Quest. Vielleicht können wir da an Land gehen und dann ist die da oder so. Oder nicht? Ach, Mano. Hier ist noch so eine kleine Höhle. Aha. Ach, ich hab die Seite. Ah, ich hab's getauscht. Mist. Ich muss mal wieder zurück ändern. So, Fähigkeiten. Techniken. Ich muss mal wieder tauschen hier. So. Aber ich fand die Reihenfolge noch besser. So, das hat sich natürlich noch gedreht. Ja.
einfach ein bisschen draufhauen. So, das Ding schon down sein. Was ist da im Wasser? Ach, schon down. Hä? Okay. Unsere Kiste kriegen wir nicht. So, was haben wir da vorne? Komm her. Ah, ich kann hier nicht angreifen. Ah. Na gut. Verdammt. Sehr gut. Level up. Oh, one hit. Oh, toll. Wir backen immer noch rum. So. Dann sollen wir das sein. Schade, dass es jetzt hier nicht drin ist. Ich hätte gehofft, es wäre hier. Aber naja. Kann ich. Ah, kann ich sogar runterkommen. Na gut, dann gehen wir erstmal weiter. Und suchen die Quest weiterhin. Es hieß hier vorne, aber. Naja. Da ist niemand. Schwarzkiwi. Ich weiß nicht, ob wir damit was anfangen können. Oh, ich dachte, jetzt wäre irgendwas getriggert, aber nein. Aber ein neues Gebiet. Oh shit. Jawohl. Hör auf, mich anzugreifen. Nein. Oh shit, warum muss das jetzt auf zwei sein? Komm schon, stirb. Ja, eins weniger, schon mal einiges wert. Ja, komm schon. Nein! Ist er down. Hallo? Aufhelfen? Ich kann mich ihm nicht aufhelfen. Ich verstehe das nicht. Ich sollte auch da hingehen und B drücken. Wenn einer umgefallen ist. Geht nicht. Keine Ahnung warum. Ah, na toll, jetzt bin ich wieder hier. Was soll ich denn hier? Ich will die blöden Hasids töten. Hopp. Na komm. Kannst du mal darüber? Danke. So. Und jetzt nochmal. Einfach Wasser spawnt. Was ist mit ihm? Kann doch ruhig mal hinterher springen. Ah, es muss doch natürlich direkt wieder zwei sein. Jetzt, wo die unser eigenes Level haben, ungefähr, kommen die wieder zu zweit an. Schweinerei. Eigentlich wollte ich ihn heilen, aber naja, die Heilung war zu spät fertig. So, mal gucken, ob wir diese Müllhasids diesmal platt machen können. Also wirklich effektiv habe ich ja nicht ganz getroffen. Zumindest ein, zwei Schläge. So, machen wir erstmal die da vorne kaputt, bevor wir hier unsere
Müllheinis kaputt machen. Okay. Ah, was denn? Boom. Ah, Fan Jago, das ist doch scheiße. Na gut. So, den noch mal platt machen hier. Zack. Oh, das war gar nicht so viel. Ja, toll. Boom. Ah, die Kisten schwimmen sogar. Cool. So, jetzt mal aufsammeln. Ich will aufhören, euch immer umzudrehen, wenn ich es gerade nicht brauche. So, kriegen wir die jetzt tot. Erstmal, wenn wir den Einzelnen hier wegnehmen. So. Oh shit, das ist ein Boss. Weiß nicht, ob ich den wirklich kaputt kriege. Nein, krieg ich nicht. Hallo, nach unten. Kannst du fliehen? Ich krieg extra mal runter, aber es passiert nicht. Ah, toll. Okay. Puh, dann komm, Schwein gehabt. Wieso ist das denn jetzt ein Boss? Ah. Die beiden kann ich kriegen, aber wenn der Boss dabei steht. So, warte mal, was ist das auch ein Boss? Vielleicht nehmen wir den nochmal schnell mit. Weil Level 6 könnten wir vielleicht schaffen. So. Oh shit, vielleicht war das gar nicht so gut, diese Attacke zu verwenden. So, greif mal von. Ah, dem Jacko. Schreck, du hast doch was angreifen. Was war das denn jetzt? Was soll von ihm? So, du weg. Nein! Ist weglaufen. So, machen wir das nochmal. Und das direkt hinterher. Oh shit, oh shit. Oh, er ist umgeworfen. Nice. Ah shit, zu früh. Muss uns selber heilen. Oh shit, oh shit, oh shit. Danke, Jacko wieder. So, jetzt müssen wir ihn, glaube ich, nein, 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 nein. So. Sehr gut. Du darfst doch draufhauen. Hallo? Schalk? Hä? Was ist das? Wieso greift denn jetzt die Hasen an? Ist er dumm? Okay, okay, ich bin weg. Oh mein Gott, warum greift er die Hase an? Ist er dumm oder so? Nö, 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 sind sowas von weg. Wow.
Ich wollte nur die kleinen kaputten kriegen und dann greift er die. Naja. Gut. Wir werden uns hier nochmal beim nächsten ein bisschen austoben, schätze ich. Damit wir noch ein bisschen leveln. Und dann gehen wir mal in diese ominöse Höhle. Gut. Wir beenden hier und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.